Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Und wir unterhalten uns gar nicht lange, sondern machen direkt weiter. Wir laufen direkt weiter in der letzten Folge, die ja leider jetzt schon ein paar Tage her ist. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen. Das Wochenende, jetzt hatte ich überhaupt keine Zeit, irgendwie was aufzunehmen, zu rendern, schneiden oder. Deswegen, geht es jetzt erst weiter. Tut mir wirklich leid. Aber egal. Ich denke mal, wir werden das überleben. Und zwar haben wir... Moment, ich muss einmal ganz kurz... So. So müsste das besser sein. Okay, also wir... haben in der letzten Folge Triss getroffen und ihr geholfen. Und jetzt werden wir natürlich noch weitermachen. Und zwar träumen in Novigrad Fyndor, die Träumerin in dem alten Haus. Ich glaube, das war eine Folgequest für Triss, wenn ich mich dessen recht erinnere. Und deswegen machen wir das auch gleich. Ist das hier rein? Ja. Sieht gut aus. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Nun, wir suchen nach Corinne. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon, träumt von der Geschichte des Hauses. Und weshalb bist du hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Und warum interessiert dich diese Geschichte des Hauses? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Darf ich rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Bedankt. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Das kann gut sein. Aber gut. Geh betreten wir mal das Haus, in dem es spuken soll. Überall Spinnweben. Das Haus scheint schon länger leer zu stehen. Menschliche Fäkalien. Es liegt natürlich nahe, dass sich hier irgendwie ein Mensch niedergelassen hat. In einem leerstehenden Haus ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, wenn da Menschen sich, oder irgendwelche Obdachlosen sich in solche Behausungen dann eben einnisten. Nenne ich das jetzt mal. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Was zum Teufel? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Also wir sehen nichts, auch mit der Laterne nicht. Aber hier... Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Und der Medaillon vibriert. Öffnen wir. Halt. Geh weg! Das nicht. Benutzen? Ich kann das nicht benutzen. Wieso nicht? Öffnen, das geht. Ah! Eine Leiter. Die müssen wir benutzen. Wir gehen erstmal in den Keller. Ich denke mal, das ist besser, wenn wir erst den Keller begutachten. Und dann oben zu gucken. Wir speichern mal zwischendurch natürlich. Ich weiß es natürlich nicht genau, ob das jetzt richtige... ob das der richtige Weg ist oder ob wir jetzt direkt hier uns schon was vorwegnehmen. Aber wir werden sehen. So, hier gibt es auf jeden Fall ein kleines Versteck. Diamantstaub, Saphir, etwas Neues und ein Rennsattel. Und es geht noch ein bisschen weiter.
Was haben wir hier? Rostigen Hammerkopf. Amethyststaub. Okay, gut. Ich habe schon gedacht, wir finden jetzt hier irgendwie da irgendjemanden, der hier hinter der Mauer wohnt. Und wir sind direkt überlastet. Wir 7 und 9. Oh Gott, das ist die Rüstung hier, denke ich. Genau, ich denke, das ist die Rüstung, die uns... Und die ist schlecht. Wenn wir sie wegwerfen, ist nur 96. Die Sattel. Die sind so schwer. Nicht schlecht. Lassen sie liegen, wir brauchen nicht. Unser Plötzchen hat ja schon einen fortschrittlichen Rennsattel, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen lassen wir die einfach mal liegen. So schlecht vom Geld aufgestellt sind wir nicht, dass wir jetzt. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Einzelnen. Auf jede einzelne Krone gucken müssen. Okay. Ist das nicht... Das sah fast aus wie Hansi. Ein Göttling? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Sehr, sehr merkwürdig, was da vor sich geht. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Natürlich. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Okay, sie ist das. Die ganze Zeit quatscht. Nun, die Tür geht auf. Kicher, das, was uns der Kaufmann erzählte. Halt! Geh weg! Natürlich. Tu das nicht! Lass das! Wenn man also natürlich mit den Hexersinn ein bisschen die ganzen Sachen hier untersuchen und jetzt klettern wir mal auf den Dachboden. Um was zu finden. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Nun, man nicht, aber wir als Hexer sind da ja prädestiniert für. Und Truhen. Upsala. Boot, wir müssen jetzt nicht alles aufheben. Dort hinten liegt die Puppe, das sehen wir schon an dem Glänzen. Und typisch Dachboden, viele, viele, viele Sachen, wo was drin liegt. Und dort eine Zeichnung eines Kinderbetts. Können wir die... Oh, doch, war richtig. Können wir uns die näher ansehen? Papier, das hastig ein Kinderbett gemalt wurde. Anscheinend von einem Kind. Ein Kind, eine Kinderzeichnung von einem Kinderbett. Ist jetzt erstmal an sich nichts Ungewöhnliches, aber es wird uns vielleicht helfen, das Ganze zu beenden. Dort liegt die Puppe. Eine Lumpenpuppe. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Wir werden es ausprobieren. Aber ich möchte nicht die Lösung, sondern hier runter. Ich denke mal, diese ganzen Geister werden kanalisiert. Aber das Wesen, was gerade an dem Bett stand, nicht verschütten, sah aus wie ein Göttling. Eigentlich. So von der Statur her und vom Benehmen oder von der Haltung eben sah das schon aus. Aber wir werden es herausfinden. Lass das! Huch. So im ersten Stock. Wir sind jetzt im ersten Stock. Das ist doch das Schlafzimmer, wo sie liegt, oder? Nicht, dass ich jetzt schon zu weit gelaufen bin wieder. Wo stand die Wiege? Doch im Nebenraum. Hier ist nur eine Truhe. Hier ist die Wiege. Mal sehen. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Fortfahren. Träumen in Novigrad. So, jetzt haben wir... Hier ist noch eine Zeichnung. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Okay, gut aufgepasst. So. Also ein Rätsel. Ich schätze mal, sie wird immer noch weiter irgendwelches Zeug stammeln. Aber woher, wenn das ein Rätsel ist,
Woher wusste die Träumerin dann, dass wir die Puppe brauchten, um sie in das Kinderbett zu legen? Und hätten wir jetzt gewusst, dass der Ofen im Keller ist, wenn wir nicht vorher schon hier unten gewesen wären? Wir untersuchen das Ganze mal mit Hexersinn. Oder einfach so. Haha. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Nun, ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Das ist kein Spiel. Sie scheint, ich weiß nicht, ist das ungefährlich, wenn sie einfach Leuten irgendwelche Träume schicken kann und sie in den Schlaf versetzen und dass es nicht mehr aufwacht? Aber wenn sie so kindlich anfängt, ich weiß nicht. Aber es scheint wirklich ein Göttling zu sein oder etwas in der Art. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist, aber andere wissen das vielleicht nicht und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Treff mir eine Vereinbarung, da muss ich dich rausschmeißen. Aber ich mag Göttlinge. Und sie wollte der Frau ja eigentlich auch nur versuchen, mal eine Vereinbarung zu treffen. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Oh, die Sarah. Ich mag die Göttlinge. Ich weiß nicht wieso. Guten Tag, die kleine Maus. So, wir speichern mal eben fix. Ach ja, und... Ich weiß nicht, der Bankier, der kann sich ja jederzeit ein neues Haus kaufen. Vielleicht kriegt er für dieses Jahr das Geld noch zurück, ich weiß es nicht. Aber... Für die Sarah wäre es jetzt schwer geworden, sich was Neues zu suchen und hier aus Novigrad überhaupt zu fliehen. Und deswegen... Und so können wir trotzdem mit Corinne sprechen. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert.
Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay, dann haben wir die Situation ja relativ gut gelöst. In diesem Haus spukt es dann immer noch. Eigentlich ja, dass er sich jetzt, der Banker hat sich das Haus gekauft, ihm gehört es rechtmäßig und der hat auch ein Anrecht darauf, dass es dieses Haus benutzen kann und. Aber wieso nicht einem kleinen Göttling, was sowieso schon sehr, sehr verwunderlich ist, dass Göttlinge sich in dieser, in einer sehr, sehr bevölkerten Stadt befinden, aufhält? Wieso nicht? Das Zweite. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Im Haus spukt es immer noch. Ich kriege den Fluch nicht gebrochen. Ich weiß, was da spukt. Nein, wir verraten die Sarah nicht. Wir bleiben bei der Geschichte. Das wäre gemein. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Das denke ich auch. Eigentlich soll es Bankier... Das zweite Schwert? Sehr klug. Nun, eigentlich, gut. Wir tragen eigentlich auch gar keine zwei Schwerter, wenn wir uns mal ernst benehmen. Aber... davon lassen wir uns jetzt gar nicht unterkriegen. Und wir machen einfach mal weiter. Schön, der Mann von Hurensohn. Ach ja. Jetzt müssen wir also Corinne im Goldenen Stör treffen. Haben wir den kleinen Göttling geholfen? Das finde ich gut. Ich mag Menschen auch nicht besonders, wenn ich ehrlich bin. Also, sollte ihr so, ne? Ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Und hier ist ein Händler. Hier kommen wir doch bestimmt... Ist das ein Schmied? Gut so. Junior hat sich angeblich mit dem Rest der großen vier verkauft. Alles auf eine Karte setzen? Nicht, wenn eine echte Ruhekarte im Ärmel hat. Nun gut. Immer mal schön die Gespräche verhören. Ein Waffenschmied. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Mal sehen. Zeig mir doch mal, was du anzubieten hast. Was hast du im Angebot? Dann gucken wir mal nämlich auf sein Angebot. Diese ganzen Sachen. Ich würde sie eigentlich gerne Greifenhandschuhe. Also die Set-Sachen auf jeden Fall nicht wegtun. Da ist der verbesserte Rennsattel. Haben wir den Plätze gar nicht angelegt? Ich weiß es gar nicht. Jetzt müssen wir gucken. Verkaufen wir die Sachen oder lagern wir die ein? Oh, schwierig. Ich finde... sowas immer schwierig. Die Spitzhacke, die hat 21 mehr Schaden wie unsere Axt. Kann das sein? Und der Dolch, Entermesser, die Waffen sind alle besser. Stahlwaffen, Silberschwert, die sind auch besser. Sollten wir uns mal eine neue Ausrüstung zulegen? Ich meine, vom Preis her wäre das alles überhaupt kein Problem, uns diese Sachen anzulegen. Aber selbst... dieser Feuerhaken hier macht mehr Schaden wie unsere aktuelle zerschlissene Satteltaschen. Aha. 70 Kapazität. Ich gucke jetzt erstmal nach, ob Plötze die richtigen Sattel auf hat. Und wir gucken mal nach, was sie für eine Satteltaschen hat. Und wir überlegen uns mal, ob wir uns jetzt einfach mal neues Inventar zulegen, so gesehen. So, wir haben jetzt hier einen verbesserten, wenn wir jetzt hier LT vergleichen. Verbesserter Rennsattel ist schon drauf. Jetzt gucken wir uns mal die Satteltaschen an, die Plötze trägt im Moment. Und zwar 30 Kapazität. Das heißt, die neuen Satteltaschen sind auf jeden Fall gekauft. Und hat es hier in Novigrad ein Lager? Ich meine doch ja. Und zwar hier. Dann reisen wir erst, also was heißt reisen, laufen wir zuerst mal zu dem Lager,
packen da alle Sachen rein, die wir behalten möchten, so wie die Greifenhandschuhe, weil wir die später ja auch verbessern können. Wir können uns ja verbesserte Greifenhandschuhe daraus anfertigen, das geht ja. Und genau davon würde ich gerne Gebrauch machen. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Benimm dich, Hexer. Nana. Und jetzt? Hier? Glaubst du wirklich, du musst den Scheiterhaufen nicht fürchten? Ich würde gerne mal mit den Leuten unter vier Augen sprechen, aber in Ordnung. Wir sind dem Ganzen, wir stehen da natürlich drüber über solche groben, dummen Beleidigungen und deswegen. Ja, wir machen jetzt eben Platz in unseren Taschen, packen alles weg an den legendären Sachen, oder legendär ist es ja nicht, es sind ja Relikte hier, an Relikte weg und alles Mögliche. Holen uns dann eine neue Ausrüstung vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich meine, dieser Visage kriegst du nicht zusammen. Wo sind wir hier? Du musst elegant aussehen, wie ich. Sind wir hier? Das ist so ein Armenhaus. Das ist das Armenhaus. Okay, gut. Dann packen wir die Sache alle mal raus. Das auch. Die Trophäen, die packen wir auch mal raus. Den Sattel können wir verkaufen. Mit diesen ganzen Runensteinen, ganz ehrlich, ich will die auch nicht alle verkaufen. Aber die machen uns das ganze Inventar voll. Deswegen packen wir die alle mal raus. So, jetzt haben wir viel Platz in unseren Taschen. Das gefällt mir schon besser. 58 von 90. Und wenn wir uns die neuen Satteltaschen kaufen, haben wir noch mehr Platz. Das ist gut. So, das Lager schon mal gefunden. Armer Städter. Ja, es scheint so, als wären wir hier wirklich im Abendviertel gelandet. Dort haben wir eine Truhe. Gut. Ein ganzer Tag verschwendet. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, die ganzen Gespräche hier zu belauschen. Deswegen, wenn ich einmal einen Satz zwischendurch mal abbreche und auf einmal dann versuche zuzuhören, wundert euch nicht, sondern, oh, entschuldigt die Dame, sondern lauscht ganz ganz gespannt. Wo muss ich nochmal hin, um zu dem großen Markt zu kommen? Ich glaube, jetzt müssen wir hier links. Weil irgendwo ein Markt. Ach, Scheiße. Ich muss sagen, die Axt gefällt mir an sich ganz gut. Ich mag auch diese Zwergruhen. Aber es könnte auch langsam mal wieder Zeit sein für etwas Neues. Wir könnten uns natürlich auch gucken, ob er uns was Neues anfertigen kann. Dem wäre ich auch nicht abgeneigt, dass wir uns neue Sachen schmieden. Denn das ist immerhin noch viel, viel günstiger, als sich das neu zu kaufen. Aber wir haben über 9000 Kronen. Da fallen, wenn wir jetzt neue Ausrüstung, also ich meine jetzt an den Waffen, hier gibt es noch ein Anschlagsbrett. Gib uns einen Koffer. Jo, würde ich gerne tun, kann ich aber nicht. Du kriegst nur zugenäht. Hör auf, oder ich sag's dem König. Was machen wir denn? Du willst das kellige Siegel, hey, Silbermeter? Was hat dich denn erkauft? Das ist verrückt. Das wird dir jeder sagen. Wir werden ja sehen. Ich hab diese stechenden Schmerzen im Rücken. Geh du nur wieder zurück in deinen Kaufstuhl. Da ist eine Möglichkeit, nach Skellige zu segeln. Und zwar mit beim Nidas. Machen wir gleich. Ich will wirklich erst, wir müssen auch erst da rein. Ich suche doch nur den einen Markt, wo es die Schmiede gab. Um zu gucken, ob wir uns was Neues kaufen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir jetzt von unseren 9000, 2000 für Ausrüstung ausgeben, ist das eigentlich auch nicht so schlecht. Ah. Das ist ein anderer Waffenschmied tatsächlich. Was hat er denn im Angebot? Willkommen in meiner Werkstatt. Solide Handwerksarbeiten zu vernünftigen Preisen. Es wird wahrscheinlich kein Schwertschmiedemeister sein. Ich suche jemanden, der mir etwas nach einem Meisterschema schmieden kann. Da wüsste ich niemanden. Jedenfalls nicht hier in Novigrad. Hattori, der wäre der Richtige, wenn er nicht erledigt wäre. Ausgebrannt, weißt du? Er bereitet jetzt irgendwo Knödel vor. Ich weiß nicht wo, weil ich nur daheim esse. Okay, und zeig uns deine Waren. Zeig mir doch mal dein Angebot. Vielleicht hat er ja auch was im Was ist das denn? Stumpfes Schwert. Waffenschmied Anfänger. Und die haben aber ein Fragezeichen. Warum haben die ein Ausrufezeichen?
Das hört sich doch fast an wie eine Questwaffe, oder? Questgegenstände, genau. Haben wir jetzt mal beide gekauft. Schemen können wir hier noch, Schematas können wir hier noch erstehen. Silberschaden. Mal sehen. Also das ist mehr so ein handwerklicher Schmied. Wir brauchen einen richtigen Rüstungs- oder Waffenschmied. Und den haben wir eigentlich auch gefunden. Von Schwertern und Knödeln. Sprich mit Hattori von seinem Knödelladen. Kurz mal in die Quest gucken. Die haben wir jetzt zwar angenommen. Aber die ist Stufe 24. Wir sind Stufe 14. Das sollten wir nicht tun. Wo ist denn... Geh nachfahren. Nee, das ist noch nicht das Richtige. Das ist noch ein Weißgard. Ich suche gerade die Quest mit Triss. Ah, das ist eine Hauptaufgabe. Eine Hauptquest. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass wir die Hauptquest nachgehen. Deswegen bin ich gerade... Hat es länger gedauert, bis ich das finde. So, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hier nur noch den richtigen finden. Den ich auch gerade hatte. So, wir wollten irgendwo hin. Irgendwo hier am Rand. Oh, Entschuldigung. So ein Haufen Information Overflow hier gerade. Deswegen traue ich mich gar nicht so wirklich was zu sagen. Ich setze mich gerade anders hin. Einen Moment. So, ich weiß nicht so genau, wie ich mich richtig positionieren kann. So, da hat es einen Rüstungsschmied. Genau, entschuldigt. Waren wir gerade bei ihm? Nein, waren wir nicht. Erstklassige Schwerter. Okay, den haben wir schon gefragt. Fragen wir mal, was hat im Angebot? Zeig mal, was du anzubieten hast. So. So wie es aussieht, hat er auch zerschlissene Satteltaschen. Die können wir schon mal mitnehmen. Und wir haben eine Edwin Grelows dritte Karte. Und wir haben eine stark verblichene Notizen von Hirmonios zum Hexer Elgla. Auch mal mitnehmen. Und Assassinenstiefel wären ein wenig besser wie das, was wir haben. Die Assassinenhose genauso, die Assassinenhandschuhe auch. Würde nur noch Assassinenkörper fehlen quasi. Das wäre auch geringfügig besser, aber wenn wir mal ins Handwerk sehen. Handschuhe, die Axtkämpferhandschuhe könnten wir machen, die wären sogar noch ein bisschen besser. Verbesserte Greifenhandschuhe gehen nicht, weil wir nämlich die Greifenhandschuhe weggelegt haben. Wir sind aber auch erst ab Stufe 18. Von daher nicht so gut eigentlich. So, Greifenhandschuhe haben wir, das wissen wir. Okay, Handschuhe kommen wir erstmal nicht. Hosen, Assassinenhose, Axtkämpferhose, Fährtenlegerhose. Okay, Axtkämpfer-Set könnten wir uns vielleicht geben. Wir müssen immer noch ein bisschen auf die Stufe achten. So, Hexer, Krieger, Lederjacke. Das ist das ganz anfängliche Outfit von Geralt, was ich eigentlich auch extrem cool finde. So, aber nichts für uns dabei. Dann müssen wir weiter. Bis dann. Aber bevor ich mir jetzt da die ganzen Sachen kaufe, die nur ein bisschen besser sind. Ja, da können wir auch lieber uns wieder später was Neues schmieden. Jetzt zum Himmel noch eins. Wo war denn dieser eine Händler? Dort? Waren wir hier beim Waffenschmied? Wir waren noch hier oben irgendwo und sind dann noch hier runtergelaufen zum Lager, oder nicht? Aber hier hat es einen Waffenschmied, oder war das der in der Gasse, der Waffenschmied? Das kann sein, dass wir den jetzt gerade gesehen haben. Hier ist auch die Quest. Wir laufen noch mal ein bisschen hier auf dem Platz rum. Eigentlich waren wir auf dem Weg zu einem Händler unterwegs. Und dann habe ich das Schild gesehen von dem Schmied. Das war gar nicht so versteckt.
Aber ich weiß auch nicht, ob das der einzige Marktplatz hier in Novigrad ist oder ob es hier noch andere Stellen hat, wo man, wo wildes Handeln betrieben wird. Jetzt haben wir nur noch 8500 Kronen, weil wir nämlich die Satteltaschen gekauft haben. Hier hätte es noch einen Markt. Aber so weit waren wir nicht oben. Hier vielleicht? Wir gehen mal zurück und suchen nach unten mal weiter. Entschuldigt. Verdammt, ich verstehe kein Wort. Ja, ich verstehe auch nicht so genau. Hier war ja mit der Hexenverbrennung, genau. Die hängen auch noch hier so zur Schaustellung. Das ist dann mehr so ein offener Markt. Und hinten müsste es ja dann irgendwo wirklich... Mein Mann ist auch ein Schwertkämpfer für König Hardovid. Oh, sehr gut. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die Hopse. Ja. Oh, ne, scheint sich zu erledigt zu haben, die Frage. Mensch. Jetzt finde ich das nicht mehr. Wir hätten doch direkt kaufen sollen, das ist... Ich hatte keine Ahnung, dass es so schwierig ist, unseren Kumpel so wiederzufinden. Das hier, das ist dieser eine Handwerker, den ich meine. Den haben wir hier oben. Das heißt, hier unten... Aber das war doch nicht so weit unten. Tischernes Rüstungsschmied, der Rüstungsschmied selber. Waffenschmied. Keine Ahnung, aber es ist der einzige, der uns hier angezeigt wird, deswegen laufe ich mal dorthin. Kauf heute, denn morgen bin ich schon weg. Vergisst? Darf ich fragen, wohin? Es tut mir leid, dass wir jetzt in dieser Folge bis jetzt nur doof hin und her laufen, aber ja, ich würde das gerne finden tatsächlich. Ich bin. Das war doch jetzt hier das Haus. Dann sind wir. Nun gut, wir werden das auf jeden Fall schon finden. Wenn wir hier mal durchlaufen. Dort hinten ist er. Ich habe ihn gefunden. Doch bei dem Zerrissenen hier überall. Huch, war das? Und wo ist er jetzt? Hallo? Nein, aber wo ist denn jetzt... Fischmarkt sind wir hier. Jetzt haben wir ihn gefunden. Komm, wir meditieren mal ein bisschen. Es kann ja nicht sein, dass wir ihn jetzt nicht finden. Vielleicht macht er gerade Mittag. Da ist er wieder. Sehr gut. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Zeig mir, was du anzubieten hast. Was hast du im Angebot? Und jetzt können wir uns nochmal der Sache hier widmen. Was holen wir uns für Waffen? Plus 37, das macht nämlich schon mehr her. Die machen beide gleich viel Schaden. Das hier ist aber um einiges günstiger. Da würde ich sagen, meisterlich gefertigtes Silberschwert, das haben wir selber angefertigt. Hat aber auch Rüstungsdurchbohrung, was diese Schwerter hier nicht haben. Das sind einfach nur reine Schadenswaffen quasi. Der hier hat Durchbohrungsschaden. Aber auch viel weniger als das Zwergenbeil. Dafür kritischer Trefferbonus. Aber so groß unterscheidet sich der Schaden nicht. Und wir haben hier mehr Durchbohrungsschaden. Ich glaube, das lassen wir nochmal. Die Armbrust ist schlechter. Der kleine Knüppel ist schon besser eigentlich. Aber wir müssen ja nicht immer nur nach dem einen gehen, sondern auch nach den anderen Werten immer mal sehen. Silberschwert zum Beispiel 36, 24, 37. Ob wir uns das einfach holen, dann könnten wir sockeln. Aber, oder ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Waffen, die wir haben. Noch reicht es ja. Und, ja. Ich würde sagen, noch reicht es. Aber jetzt sind wir den ganzen Weg hierher gesucht, um dann nichts bei ihm zu kaufen. Das wäre jetzt auch irgendwie falsch. Komm, wir nehmen mal die Spitzhacke, weil ich... Waffenschmied. Soll ich dir was schärfen? Wir nehmen mal die Spitzhacke einfach auch, damit das jetzt nicht umsonst war, dass wir den die ganze Zeit gesucht haben. Was hast du im Angebot?
Und außerdem möchte ich gerne mal wissen, wie das aussieht, wenn wir mit einer Spitzhacke angreifen. Obwohl, das wäre so eine Verschwendung, wenn wir ehrlich sind. Aha. Wo kommt die denn jetzt her? Plus 72. Die hat er gerade noch nicht. Oder bin ich doof? Das sind noch ganz andere Waffen jetzt. Glanz und Elytrat. Das kenne ich. Aber das hier zum Beispiel. Plus 72 Schaden. Hm. 72 ist schon eine Nummer. 800 Kronen kostet das Ganze. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber wir finden auch bestimmt schnell wieder was. Wir reparieren alles und ziehen weiter. Es tut mir leid, aber ja, wir können das zerlegen in Pergament. Das ist sehr gut. Wir könnten auch Talismane zerlegen. Den Xenogloss, aber man sieht, das wird überhaupt nichts bringen. Und der Xenogloss an sich ist schon sehr, sehr gut. Das heißt, bis dann. Den werden wir auch so erstmal behalten. Nun gut, dann kann ich ja unsere Markierung auf der Karte entfernen. Und dann gehen wir mal zum Hafen und nehmen erstmal die Quest an, die davor ist. Ich schätze mal, das wird eine Quest sein, suche dir ein Schiff nach Skellige. Wenn's regnet, dann gießt's. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht, aber worum geht's? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Nun, warum nicht? Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Okay, dann haben wir jetzt eben eine Quest für Skellige angenommen. Ich habe gedacht, wir müssten mit ihm jetzt vielleicht übers Meer schippern, aber ich glaube, das wäre auch zu viel gewesen. Jetzt gehen wir rein und sprechen mit Corinne. Ja, da ist die Folge auch schon zu Ende. Und bevor wir dazu kommen, mit Corinne zu sprechen, sind wir im Endscreen. Und ihr seht sicher, dass dieses Mal ein bisschen anders ist. Und zwar vorab, bevor wir jetzt nochmal übliche Endscreen-Talk machen. Ja, was soll ich sagen? Also, ihr wisst ja selber, Witcher ist ein sehr, sehr frühes Projekt von mir. Ich bin ja auch noch nicht so lange als Let's Player aktiv und. Und deswegen wollte ich einfach mal was anderes probieren. Bisher habe ich ja Witcher immer aufgenommen. Folge anmoderieren, Folge spielen, Folge abmoderieren, Endscreen bequatschen, warten, Folge anmoderieren und so weiter und so fort. Dieses Mal habe ich mich dazu entschlossen, weil ich das natürlich auch bei anderen gesehen habe. Ich gucke ja auch anderweitig Let's Plays und. Und wie bei anderen Spielen zum Beispiel, bei Evolent ist das auch so, nehme ich das jetzt mal am Stück auf, diese Session. Ich nehme das am Stück auf, schneide das hinterher und bespreche dann eben den Endscreen nach, so wie jetzt. Und ja, ich will einfach mal gucken, Feedback von euch, wie kommt das für euch an, wenn ich das so durchspiele. Das ist für mich als Spieler selbst ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich immer auf die Zeit achten muss. Ich muss abmoderieren, ich muss anmoderieren, habe aber eine klare Struktur drin. Wenn ich das jetzt hinterher schneide, dann hat man aber auch Breaks im Game und Cuts im Game, die vielleicht Spannung aufbauen können und. Deswegen, ich bin mal auf euer Feedback gespannt, wie ihr das möchtet, wie ihr das seht. Und ja, dazu erstmal genug und jetzt zur Folge selbst. Wir haben einen Göttling getroffen, einen weiteren, und ich mag Göttlinge.
Sarah wunderbar und ich habe gar keine Probleme damit, ihr das Haus zu überlassen. Der Banker, der Bankier, ich denke mal, er wird sich eine neue Behausung finden. Für Sarah wäre es schwerer gewesen, sich eine neue Behausung zu suchen. Und natürlich viel wichtiger, sind wir mal gespannt auf das Gespräch mit Corinne. Mal sehen, was uns da erwartet. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.